das ganze Spiel durch. Also so ein bisschen, wenn Zögergefühle sind Chaos gewesen, wo wir hatten. Ja, und niemand ist durchgekommen. Beide hatten gute Touchdown-Chancen gehabt und immer in entscheidenden Momenten hat es der Naffel versagt. Wer ist eigentlich der Naffel? Ich höre irgendwie den Naffel, Naffel, Naffel. Ich kann nicht, das ist der Würfelgott. Der Würfelgott? Also der Würfelgott. Du bist der Naffel. Ich spiele heute gegen den ich Naffel. Gegen himself. Naffel himself. Das Bloodweiser Baby. Ja, ich sehe, du preparest für grosse Verluste. Apotheke jetzt noch das Bloodweiser Baby. Ja, ich meine, ich habe 6000 Petty Cash. Ich meine, was sollte ich sonst machen? Es geht nichts anderes. Aber ja, wir schauen es an. Wie das rauskommt. Wir sind glaube ich, genau gleich viele Punkte jetzt. 13, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir spielen beim Juti in Hüpfburg. Yeah, Hüpfburg! Ich würde da so ein wenig abbrechen, weil das interessiert irgendwie niemand. Der Juti darf auswählen, was er machen will. Und ich vermute, er wird defenden. Sehr gut. Das heisst, wir für an. Und also, das Wichtigste, was ich gelernt habe im Spiel, ist, das ist nämlich so blöd, das habe ich nämlich jetzt am Kaffeematch immer vergeben, dass er mir immer die besten Spiele auf der Satzbank tut. Ja, das musst du immer schauen, das stimmt. Und jetzt muss ich schauen, ich nämlich irgendeinen mit AV... Ups, AV... 7, der muss raus. C-Spiel ist übrigens 1-1 ausgegangen. Kein desaströser Match in dem Sinn, oder? Einfach auch ein ausgleichendes Spiel mit einem ausgleichenden Ende, so wie ich das im Kopf habe. Ja, sehr flüssig, langweilig, irgendwie nichts gross passiert, aber passt. Ja, genau, so ist es. Wir haben hier in der Mitte den Bär mit unterstützen. Schade, hast du das gesehen? Ich habe einen anderen Match gehabt, in nicht allzu ferner Vergangenheit, das nicht gesehen hat. Und dann schon die erste Fluchorgie abgekommen ist. Schade. So, ich muss es ein bisschen durchsortieren. Das ist. Übrigens, schau mal mein Blitzrad, der hat den ganzen lustigen Namen. Er ist schon nur ein Blitzer. Ich habe nur einen Blitzer. Es müsste doch einer von denen sein, wo. Das sind deine Lineman. Wo ist der Blitzer? Centaur Slayer, aber das hat doch schon letztes Mal schon so geheißen. Der hat schon immer so geheißen, den habe ich für dich rekrutiert. Schön. Ich hoffe, du fühlst dich geirrt. Ja, ein bisschen schon. Genau da ganz. Ja, aber das ist unübersichtlich, das längt. Zwerge haben alle Block, liebe Zuschauer bei mir. Und jetzt sieht man speziell, ich habe einen Goblin mit Block und die H2 unterstützen. Was natürlich ziemlich cool ist. Du hast 5. Das heisst, ich habe 3, 4, 5. Wenn ich 2 Unterstützung habe, bekomme ich fangen ein 2. Aber natürlich, ein toter Bär ist ein guter Bär, so wissen wir das. Aua! Als Berner musst du natürlich ganz nett zu Bären sein. Und wir sind dann nicht im ich muss nicht zu Bärenpark. Sein. Ja, wir haben doch Bären. Wie ist die Bärengrube? Wie würde die heißen? Ups, ja. Entschuldigung, Bärengrube. Ja, dort beim Traum. Der Bärengraben. Der Bärengraben, wow. Genau. Rotting Kadaver bei Tommy Helfiger. Das war schon gut, ja? Ja, du hast natürlich auch unterstützen. Ja, das kann man da unterstützen. Dann haben wir da so einen taktischen Zwerg, siehst du? Ein taktischer Zwerg. Ein taktischer Zwerg. Ein Mighty Blow Zwerg ist ein taktischer Zwerg. Ja gut, Zwerge ist Mighty Blow, ist nicht taktisch, das ist korrekt. Na so, dann wollen wir mal... Wie würde ich sagen, StarCraft GLHF. Good luck, have fun. Sehr gelten. Ja, der macht doch das. Du ein bisschen. Und das Wetter ist schön, das ist immer gut. Gestern haben wir ein Spiel gehabt mit Blizzard. Ist das gestern gewesen? Vorgestern, Samstag. Vorgestern, ja. Gestern haben wir auf Barbar gemacht. Ja, gestern haben wir auf Barbar gemacht. Barbar war super gewesen. Ich könnte echt so wegschlagen, hä?
Ja, jetzt müssen wir schnell schauen, dass der Judy, Judy rumgumpen kann. Rumgumpen ist ein bisschen blöd, aber. Au, ah. Oh, es ist ja so. Bei dem. Bumm, du da her. So. Catch. Das soll ich nicht tun. Genau. Ja, das ist nicht das, was ich will. Ja, wieso? Das ist ein Block. Ja, aber jetzt habe ich eben nur einen Würfel. Oh. Jetzt habe ich nur einen blöden Würfel. Das ist eben strategisch sehr klug von meinen Hüpfern. Sie sind jetzt nicht nur super im Hüpfen, sie sind auch perfekt im, ins Gras liegen. Jetzt machen wir so einen 4-plus klassischen Pickup. Muss nee, das ist, das gar nicht mehr drüber unterhalten, das ist eine Setting-Aktion. Was? Das was ist denn gut? Das ist, nein, das ist okay, wenn man gegen den Naffel spielt, dann ist das einfach so. Naffel ist Naffel, du weißt, es ist. Ah, das ist blöd, das habe ich so nicht wollen. Oh, dann hat er noch einen Blutschi-Zentaur, unglaublich. Der ist Stärke 4, der ist Stärke 3. Ich habe noch Zeit, ich muss nicht stressen. Oh, ich habe gestern noch einmal zugeschaut auf Twitch, dass ich gute Moves gemacht habe. In einer Minute. Mhm. Also ein kompletter Zug in einer Minute. Ja, easy. Einfach easy Move. Du bist sicher, dass es kein Box ist? Nein. Ich glaube, es gibt nicht nur Bot, die zuschauen, sondern es gibt auch Bot, die selber streamen. Bot, die spielen, Mensch. Streamerbot. Ein Streamerbot. Der Catcher da kann verletzen, wäre schon hure geil, hä? Aua! Oh, das wäre super, das würde ich hure. Eigentlich würde ich es mega feiern. Dann probier es einfach mal. Ja, so. Das ist oh, das geht noch Skaffel. Geh auf die Schnur, geh auf die Schnur. Eis, 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 so. Ey, das ist der gut. Nein, das ist unglaublich. Das finde ich super. Weißt du das? Ich kann jemanden, der würde jetzt das größte Hure Drama machen. Gut, du bist dran. Er ist jetzt nicht einmal so mega schlecht gewesen. Mighty Blow for the win. Jetzt vermute ich, dass er wird, auf meinen Mighty Blower faulen. Einfach aus Rache. Jetzt gibt es Druck von den Juties. Gar nicht so faul. Ey, gar nicht so. Du hast auch Mighty Blow, oder? Auf dem Gigu. Ah ja. Auf dem Gigu, ja. Ich würde immer blitzen mit dem Bär, wenn ich dir wäre. Immer. Mhm. Mit Sicherheit. Ja. Also was ich noch sagen wollte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der hier gewinnt, der übernimmt den zweiten Platz in der Liga. Und wenn es unentschieden ist, bleiben wir glaube ich so. Ich bin nicht ganz sicher, was nicht der Punkt ist. Die nächsten Verfolger sind leicht abgeschlagen, aber sie sind da.
Es ist auch nicht ganz klar, ob es am Ende der Runde nachher noch Playoffs gibt. Weil es nach mir ging, könnten wir gerne noch Playoffs machen. Ich bin aber nicht sicher, ob alle Fans sind von der Idee. AV 8 und AV 7. Jeder von denen kann kumpen. Jeder von denen da, den ihr hier seht, der kann kumpen. Sie müssen zwar viel würfeln, aber mein Tackle bringt eben halt nur halb etwas. Eigentlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Der einzige, der Tackle nicht so gerne haben, sind noch zu kaufen in der ganzen Liga. Schade, es spielt niemand Amazonen. Das wäre so schön. Irgendwann doch Strip Ball. Das halte ich fürs Gerücht. Nein, irgendein hat Strip Ball. Wer nicht? Der da. Very long legs he has. Wieso gesehen? Es hat doch keinen Strip Ball gehabt. Wieso gesehen da nicht? Duty. Ich konzentriere mich gut nachher. Ich habe kein Strip Ball, das ist ein Gerücht. Ein bösartiges Gerücht, das oft breiter wird. Ist das da nicht rausgerührt? Oh, ich würde im Fall, ich würde den Lineman unbedingt reinnehmen, weil der könnte die Hure geil verletzen. Ja, das Schlimme daran schon war, wir haben 6 SP gemacht. Beide zusammen im letzten Spiel. 6. 5 bekommt man ja vom MVP. Und 1 haben wir noch das Bestli können spielen. Ja, das war übel gewesen, XP-mässig. Etze. Ja gut, weißt du, Streetball ist recht sinnlos gegen einen mit Surehands drum. Darum habe ich den verkauft. Wirklich? Mhm. Wieso machst du so Zeug? Ja, Streetball ist völlig überwertet. Stripball ist völlig überbewertet. Okay. Ja, das ist schon nicht so genau super, wie ich das gerne hätte. Oh, so, schaut jetzt. So, Nuffle in Action. Ja, das schaffst du. Ich dachte, der macht doch da rundherum. Nein, was mache ich? Wo hat der müssen dodgen? Bei meinem Typ, der gerade neben dem Zelt ausschlägt. Schlecht, sprich nochmal! Und zack, 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 zack! Hey, es ist zum Kotzen, es ist zum Kotzen! Sorry. Ja, das ist einfach, das ist, wenn man schlecht spielt, das ist so.
Ja, da nützt der Apfel nicht. Ja, ich kann. Oh, ich muss ja jetzt erst wegschlagen, damit ich da durchkomme. Ja, jetzt gibt es Druck, aber ist okay. Wir können mit Druck umgehen. Jetzt lädt er meinen Ballträger um. Ich komme leider komme ich da keinen Support noch drauf über, weil da so ein blöder Goblin im Weg liegt. Ja, zum Glück. Also warte, ich muss schnell da unten schauen. Du kannst schon reinleipen. Ja, jetzt ganz... Was kannst du reinleipen? Ich würde reinleipen und Bock. Nein. Ich würde. Ich muss sogar nicht leipen. Das bedeutet, ich muss einen Block einen Dingsbums machen. Dann ist eigentlich alles, was ich noch machen müsste, ist dann Sein ansetzen. Ah, stimmt, du kannst immer laufen. Ja, ich so. Also, es wird schief gehen. Wenn es schief geht, dann muss ich machen. Tackle-Zone aufbauen. Ganz wichtig, haben wir gesehen, Zwerge, liebe Zuschauer und lieber Bot, die sind nicht Elfen und die gehen auf die Schnur. Das ist schon eins. Eins spielt Elfen und ich mache schon eins. Ja, jetzt sagst du mal, spiele ich, weiß ich was. Stomp die Team. Also, dann haben wir das schön Tag. Tackles, der Bär, der ist ein Dummkopf, der macht gar nichts, der steht da ein bisschen rum. Schieb! Du hast alles gut, keine alles Dodge. Alles gut. Was zu erwarten war. Zack! Ah, bitte nicht. Nein, jetzt das auch noch. Ja, ich glaube, das ist bitter. Ja, das ist tatsächlich bitter. Less 1 points in strength. Das ist auch bitter. Na, super. Es ist, kommt wieder ein ganz gutes Spiel. Wieso liegt der immer auf dem Spielfeld? Aha. Okay, dann hast du noch aber übel mit Ball aufgenommen. Ja, ich habe wohl das Strength nehmen, aber nicht spät. Ja, jetzt haben wir es natürlich ganz schwer mit der Ballaufnahme. Habe ich gerade noch einen AG4, den ich hier mag? Den mag ich nicht annehmen. Dann muss er und, weil es schief gehen wird. Die Herzung. Jetzt kannst du dich gar nicht beklagen, wie sitzen. Weil es schief gehen wird. Ah, das ist 4 die Rose. Oh, das brauchst du bei dem Team. Siehst du? Ja, aber das nützt dir eben gerade nichts. Nein! Aber liegt nicht allzu schlecht dort. Ja. Ich finde das so meditativ, wie meine Typen, die hüpfen sind. Das findest du meditativ? Das ist Sinn und Zweck, den Gegner zu nerven, mit visuellen Überforderungen. Du hast drinnen vorbranden, nein.
Jawohl. Klammerschwanz. Oh je. Da haben wir gerne schlau her. Doch, da macht der auch alles drauf. Ach, aber nicht, jetzt müssen wir hören mit der. Da Blotcher! Wow. Wow, in die Fresse rein! Ich glaube, der Drache, der X für den Namen kommt. Nein, der hat überhaupt nicht. Wieso ist denn der Name so bekannt? Weil er mir auf die Fresse bekommt. Oh je, der macht einen Full Body Contact. Meine Fresse. Wollt ihr da aufnehmen oder wollt ihr da nicht aufnehmen? Es ist im Fall scheiße, wenn er nachher irgendwo herscattert. Er macht einen Cage um den Ball am Boden. Ich habe Block und du hast nichts. Ich habe einen Klammerschwanz. Ja, ich dodge doch nicht raus. Also? Ja, aber ich habe einen Klammerschwanz. Ja, komm, nicht, Dutsch. Das ist 6 plus Dutsch. Mal, Dutsch hast du im Griff. Ach, da kannst du da, das kannst du auch. Du musst rerollen. Oder eben nicht. Nein, ich will nicht. Ich habe keinen Block, dann machen wir Push. Okay, das sieht jetzt recht pinkig aus da beim Ball, oder? Ja, ich weiß, was du jetzt machst und das wird spannend. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mache, ehrlich gesagt, aber ich finde das toll, dass du es schon weißt. Du kommst selber noch drauf, was du machst. Ich komme sicher nicht dort rein. Nein, ich würde ja nicht. Das ist sicher ein 6 plus zum Aufnehmen und du bist voll am Arsch. Nein, das kannst du vergessen. Das machen wir nicht. So blöd sind wir nicht. Ich würde es anders machen. Also, der Bär hat im Moment keine strategische Funktion. Das heisst, ich kann mit einem Bonehead riskieren. Dann schieben wir nach da. Dann. Ist okay, Lenny. Dann. Einfach zu der Komplettheit halber. Ich würde es riskieren.
Ja, das hat ein bisschen gar viel Zeug rundherum. Es ist wieder. Eine sogenannte verfahrene Situation beruht alles auf einem Missklick von mir, aber auf einem nicht richtig schauen von mir. Wo man ein Missklick war. Dabei wäre es schön gewesen, ich wäre hure vorgekommen. Hat nur den Block. Ah, so schlecht. Ja, könnte man schon so machen, aber finde ich es auch nicht so überraschend. Ja was, das ist ein Zweier, du! Oh, du hast die Reload genommen. Ja, ich muss da noch mehr machen. Aber okay. Das ist natürlich blöd. Genau, das hat Jürgen gesagt im Fall ganz am Anfang schon. Ja, ich habe es schon mal gesehen. So, ich muss mich da wieder ein bisschen konzentrieren, das läuft gar nicht so gut. Ah, muss jetzt erst mal wegmischen. Ja, da kannst du noch 5 Millionen Blocks drauf machen. Mach ich. Er soll in Würde umkehren. Er will gerade nicht in Würde umkehren, im Fall. Ja, jetzt soll er auch nicht. Verletzne. Oh,
Wow, das mal erleben darf. Ja, da sind wir wieder. Schade, ja. Das wird voll. Look! Die Zwerge sind bekannt für das Gendotsche. Was ist ein 5 Plus? Und du machst einen 5er, das ist ja unglaublich. Das ist nochmal 5. Ja, ja, ich sag das mal. Soll ich das noch machen oder soll ich noch was? Ja, aber es ist nie wieder. Oh, unglaublich. Und ich habe gemeint, es wäre ein kleines ausgeglichenes Spiel, nachdem ich den Centaur rausgegeben habe. Ist schon wieder vorbei. Bam! Jetzt mach. So, ich hab den Ball, Turn 4. Du hast den Ball. Ja, kein solider Catch. Aber doch okay. Okay, gut. Ja, oder ich auch nicht. Das ist wieder ein lustiges Spiel bis jetzt. Ja, bedingt lustig. Du hast mit Centaurer-Danzen gemacht, das finde ich extrem nicht cool. Irgendwann ist er blöd, das wissen wir. Oh, da kannst du Gift aufnehmen. Ja, wow. Ja, hör auf. Ja, die richtige Knacke ist schwierig. So, jetzt kommt der Geistturm auf von dem Spiel. Der Geistturm auf von dem Spiel. Yeah, baby! Ja, wählen Sie aus. Ich würde, ja. Thank you.
Strip-Ball! Woo! Wieso habe ich das nicht gesehen? Strip-Ball, ja, okay. Ja, dann tun wir noch den Ball wieder auflesen. Das ist ein bisschen mühsam, aber dann tun wir halt den Ball wieder auflesen. Wenn wir es können. Und ich habe das so ähnlich ausgesehen, wenn ich das nicht gesehen habe. Ich habe einfach keinen Strip-Ball-Spieler, ich möchte es nochmal betonen. Ja, ich habe es mitbekommen, dass du keinen Strip-Ball-Spieler hast. Und schön, da jetzt dein Surehand. Dass dein Surehand-Typ draußen ist, kann ich den Skill doch auch nutzen, der Spiel. Ehrlich, muss ich nicht da. Tun wir mal den umlegen, komm. Jawohl! Schau, Goblins können voll mega gut töten, musst du sagen. Hast du gesehen? Ja, nicht ganz töten, aber K.O. ist auch scheiße. Was sind schon 3 K.O.? K.O. ist super. Übelst! Das ist eigentlich da gar nicht mal so schlecht. Die fast auf Art verrutscht, ob ich sie nicht so drauf ankomme. So, sind wir mal die Rerolls los. Nein, ich nicht. Ja, das ist wirklich nicht nötig, so viel Pink wieder da rumsteht. Ich würde ja nicht gewusst, dass es ein Scatter gab, es hätte dumm von mir gehen. Ja, aber so krass wie ein Scatter jetzt ja nicht. Nein. Ich töte den einfach, das ist selber schon. Geht gar nicht. Langsam wird es ein bisschen mühsam für mich, noch Touchdowns zu machen. Komm nachher, komm, getrau dich. Ah, der hat doch so einen blöden Zwerg. Noch draufstoßen. Diesmal nimmt er einen Fall, oder der hat das 4, gell? Oh, okay. Also so nimmt er ihn nicht, nein. Sehr schön. Der hat's voll gebracht. Juhu. Ist okay, nehmen wir. Sind wir gar nicht erheblich weitergekommen im Spiel.
Keine Ranze. Komm, eins. Nein. Das ist schon gut. Ja, das hat auch zu viel Zwerg auf dem Feld. Das ist eigentlich schon die ganz grosse Stärke von diesen Chaos-Zwergen. Mit dieser Rüstung bringst du die einfach nicht weg. Abgesehen von Zentauren. Oh, die sind auch voll schwach. Jetzt muss ich den Ball langsam aufnehmen, sonst geht es nicht mehr lang. Ja. Soll ich eine Jagd machen auf den Double? Auf den Double? Ich meine, könnte ich eigentlich. Nein! Ja, ich würde sagen, falsch, Ding verrutscht. Hey. Gute Sache. Jetzt müssen wir nur noch auflesen. Das ist zweit schlecht. Mhm. Jetzt ist es anscheinend töten. 8, alles 8. Was tut er mir weh? Blitzer. Hey! Ja. Nein, ach, was meinst du schon? Ich kann nicht. Ah, doch. Es gibt 0-0 oder du machst noch einen. Also, ich kann da unterstützen. Ich hätte auf den müssen schlagen, dann wäre es gegangen. Ich habe schon 3 Spielfelder in 6 Zügen. Der würde schnell klicken. Ja, ein paar Goblin töten. Nein, nicht meinst. Die haben wenigstens so fast sieben, da kommt man durch. Ja, der Ball. Komme ich am Ball an? Ich komme schon an, aber ich komme nicht weiter, das ist mein Problem. Ah, das ist ein Unterstützer-Idiot. Verdammt! Ja, das soll doch unterstützen. Unterstütze ich das selbst. Jetzt ist aber eine gute Runde gekommen. Zack! Tote Zwerg! Jetzt ist also eine richtig gute Runde gekommen. Ja, auf den Tod im Essen. Ich könnte noch blitzen.
Könnte. Theoretisch. Könntest, wenn du willst. Blitz mit dem Stärke 2. Nein, gar nichts ist dann. Ja, das ist eine schlechte Sache. Danke für den Tipp. Vorher war ich so schön in der Überzahl, jetzt hat sich das schon ein bisschen geändert. Nein, das ist alles, ich kann zum Angreifen. Verletzen. Ich kann noch zwei Rerolls, drei Turns ja, nehmen. Jetzt müsst ihr unser Dodge. Jo. Ich kann noch zur Runde rein. Ich muss aus dem Dodge, wenn ich das Touchdown machen. 4 plus, ohne Reroll. Das schaffen wir! Da kann man drin. Bringt doch nichts, du hast wegen dem gleich viel. Jetzt drücke ich schon wieder daneben. Hey. Also. Jetzt verletzen wir noch ein Leute hoffentlich. Aber nicht Tim. Ich glaube schon. Der
Du hast einen, nein. Da so rundherum laufen, bringt mir das auch nicht. Du musst da her, du kannst eh raus dodgen auf ein 2 plus, kann nicht drauf an. Was soll ich machen? Da durch 6 plus dodge, bringt mir auch nichts. 4 plus dodge. 4 plus dodge. Mhm. Du musst noch viel dodgen, du hast noch eine Roll. Komm, Ranz gehen. Mag im Fall eh nicht aber. Nur so. Ja, das ist natürlich schade. Verletzte, ja. Also. Den hat nicht. Jetzt kommt eine ganz dreckige Aktion, lieber Bot. Was für eine dreckige Aktion. Auf der kuschelige Bär. Soll ich noch fallen? Nein. Na gut, dann haben wir wenigstens einen Zwerg weniger. Eigentlich würde ich viel lieber da. Es ist aber zwei Go for it. Und dann machen wir nachher. Damn! Jawoll! Stirb! Stirb! Ja, Alter. Wenn ich den faule, überkommt er 6 plus. Das wäre schon cool.
6 Plus wäre schon noch cool, hä? Für eventuell ein Zwerg weniger. Das ist Wrestling, oder? Jetzt wird er von ihm auch noch gefallen, muss schauen. Der. Er kann das nämlich auch. Also, jetzt wird mir mein Minotaur gefallen, müsst ihr schauen. Oder gesurft. Er wird nicht gesurft, er wird gefallen. Leider, ja. Oh, oh nein. Oh. Nein, 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 nein! 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 Ja, so genau das habe ich das letzte Mal wegen Trotten gehabt. So ein Hurendreck. So ein Hurendreck. Ja, nein, unglaublich. Ja, nur Kratz. Ja, das war jetzt Glück gewesen. Nein, das ist jetzt. Was wirklich, wirklich ultimatives Können. Schon so gut gekommen. Yes, ich habe Mühe! Oh nein, du. Ach gut. Also nicht, dass ich gut gespielt hätte, aber es wäre jetzt also nicht nötig gewesen. Und als Stuf. Ja, das ist jetzt Glück gewesen, dass es übrigens gescattert ist. Eindeutig. Wollen wir Pause machen jetzt oder wieder spielen? Nein, ich würde noch gut spielen. Weil ich mache einmal so die erste Halbzeit Pause. Also nach 5 Minuten würdest du Pause machen, machen wir lieber jetzt. Also gut, machen wir jetzt. Ah, danke. Dann möchtest du noch cutten.